Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück auf dem Seefrau-Plateau. Ja, eine ganze Weile ist es her, seitdem wir das letzte Wi-Fi-Battle hier auf dem Kanal aufgenommen hatten. Oder ich sie euch gezeigt hatte. Und heute kehren sie zurück, meine Freunde. Und je nachdem, ob euch das Ganze gefällt, ob ihr immer noch Hype seid auf Wi-Fi-Battles, ob es euch immer noch interessiert und unterhält, je nachdem, ne, wie das ausfällt, werde ich mir überlegen, das Format zurück auf den Kanal als einen festen Bestandteil zu bringen. Denn ich muss sagen, ich vermisse die Wi-Fi-Battles, ich vermisse Pokémon. Ach, es wird awesome werden. Wir kämpfen gegen Serena und ich sehe schon, Serena hat das ein oder andere interessante Team dabei, Pokémon dabei. Ich, on the other hand, habe ebenfalls ein paar interessante Pokémon dabei. Vor allem eines, was ich euch gerne heute zeigen würde. Es wird kein allzu kompetitives Match, denn ich versuche hier eine Strategie durchzuboxen, die interessant werden könnte, aber jetzt muss ich definitiv mal meinen Lead picken, denn ansonsten wird das Ganze relativ knäbbe. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit dem Meteros leadet und darauf habe ich ehrlich gesagt keine allzu gute Antwort. Ich könnte zwar mit Rosalina reinkommen, aber hey, lasst uns einfach mal dem Plan folgen, Freunde. Ich habe einen ganz besonderen Gameplan. By the way, heute habe ich keinen Greenscreen, das tut mir super leid, denn ich ziehe gerade um meinen Greenscreen und alles, ne, das Studio wird alles neu gemacht, dafür ist die Belichtung ein bisschen anders, ich hoffe, das passt einigermaßen okay für die momentanen Parts, ne, ich kann auch die Facecam ein bisschen kleiner machen, wenn ihr wollt, damit man das Ganze ein wenig besser und mehr verfolgen kann. Startet tatsächlich mit Raikou, das ist super interessant. Das ist sehr interessant. So, also, meine Freunde, ich habe einen ganz bestimmten Gameplan und ich versuche Serena anhand eines ganz besonderen Pokémons zu übertölpeln und den Kampf für mich zu entscheiden. Dazu kommen wir aber bald noch, denn ich habe von euch ein awesome Set geschickt bekommen. Was das für ein Set und welches Pokémon es betrifft, ja, um was es sich handelt, werde ich noch nicht verraten. Allerdings gehen wir jetzt instant mal in die Mega, denn wir haben einen Shiny Mega Stalos namens Erector. Ne, denn Erectorspine, meine Freunde, das ist die menschliche Wirbelsäule und die ist steif wie ein fucking Glied. So, jetzt wird Demeteros reinkommen, genau. Natürlich lässt sie das Ding nicht drin. Um den Metroar rauszuholen, ich krieg damit einen Attack Drop und mein potenzielles Erdbeben wird ins Leere gehen. Aber, meine Freunde, ich bin ja nicht von gestern, ich mache schon Wi-Fi-Battles eine ganze Weile, ne, obwohl ich definitiv nicht mehr im Spielfluss bin oder im aktuellen Meta oder generell überhaupt irgendwas. Auf jeden Fall haben wir hier die Tarnsteine. Das Ding ist, Demeteros kann defoggen seit neuestem, ne, seit der siebten Jet, beziehungsweise seit Ultrasonne, Ultramond. Und das wird sie, RS, wahrscheinlich auch in dieser Runde tun, je nachdem. Oder sie holt ihre eigenen Tarnsteine. Ich benutze die Gelegenheit dafür, Demeteros erstmal eine Toxin reinzuballern, denn Demeteros vergiftet zu haben ist immer sehr interessant und sehr schön. Sie könnte mich erdbeben, allerdings ist es ein Stalos, beziehungsweise ein Mega-Stalos und das Ding hat einfach insane Death-Werte, auch ein Stab, sehr effektives Erdbeben, wird, naja, mich nicht okayen und ehrlich gesagt ist der Rektor nicht das wichtigste Pokémon in meinem Team, es soll eher als eine Art, ich würde mal sagen, Abschreckung gelten, genauso wie viele andere Pokémon, zum Beispiel Walband, Xerox etc. Ihr geht auf Abschlag. Okay, ich gehe fürs Toxin, ich treffe. Please and thank you. Dankeschön, dass ich Toxin treffe. Jawohl. Sie dachte wahrscheinlich, ich switche raus und hat overpredicted und ging für den Abschlag. So, Demeteros ist vergiftet, sie hat pretty much eine ganze Runde verschwendet und jetzt kann ich rausswitchen zu irgendetwas, was, naja, den Abschlag tankt. Ehrlich gesagt habe ich nichts, was einen Abschlag tankt. Scarlet würde das Walband verlieren, Mongo, ne, generell sehr effektiv, Theresa ebenfalls sehr effektiv, plus Kampfknochen, Sister Joy braucht den Evoliten und Rosalina wird sehr effektiv von Abschlag getroffen, von daher, ich switche nicht raus. Ich switche definitiv nicht raus und gehe in dieser Runde auf den Rambos. So, sie geht für eine Kehrtwende. Interessant. Meine Gegnerin frisst Harnstein-Damage. Und hat ein vergiftetes Pokémon. Und ich kriege jetzt einen Rambos auf irgendetwas,
Was mich sehr freut. Tatsächlich. Sie hat wohl gehofft, die Switch Advantage zu bekommen oder so. I don't know. Arcani. Okay, Arcani wird ebenfalls nochmal einen Bedroher rausballern. Was meinen Ramboss natürlich nochmal abschwächen wird, denn ich habe bereits einen Bedroher drin. Aber mit den Tarnsteinen zusammen ist der Chip-Damage doch, nicht ganz so geil. Ne, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh, ein Überrest Arcani, interessant. Also kein Wahlglas, kein Wahlband. Ja, Wahlglas wahrscheinlich sowieso nicht. Wobei, kann man sich ja vorstellen, ne? Okay, alright, warte mal. Was könnte Arcani, inwiefern könnte Arcani mir gefährlich werden? Okay, also wir sehen, es ist nicht allzu krass offensiv, ne? Alright, ich gehe mal zu Mongo rein. Mongo ist definitiv eine ganz gute Choice, ne? At this point. Ausbrennen. Interesting. Okay. Alright. Das Ding verliert somit seinen Feuertypen. Wird das switchen? Wahrscheinlich wird das switchen, ne? Interessiert mich das? Also, das Arcani scheint speziell anzugreifen. Kann aber auch sein, dass es mixed ist. Ich könnte theoretisch zurück zu Erector, weil er Ausbrennen nicht mehr einsetzen kann. Und ein Snarl würde mich nicht jucken und ich könnte in der kommenden Runde wieder irgendeinen Move raushauen. Obwohl ich Erector an der Stelle noch behalten möchte, wobei ich nicht weiß, ob ihr Lucario physisch oder speziell ist. Das wäre hier die Frage. Ne, weil ein physisches Lucario könnte ich mit der Rektor rausnehmen im Erdbeben, weil ich einen Hit tanken würde. Bei dem Speziellen bin ich mir da nicht so sicher. Aber hey, um ehrlich zu sein, warum nicht? Meine Freunde, ich zeige euch mal das spezielle Set, was wir hier am Start haben. Und zwar, es ist ein physisches Lamus. Ich habe es mit Absicht Mongo genannt, damit sie denkt, dass das Ganze wohl ein ganz normales Mongo ist, ne? Sie greifen mit Snarl an und, wow. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob meine Strategie funktionieren wird. Ja, sie denkt wohl, mit Snarl hat sie hier irgendwie einen Vorteil oder so. Wobei, ich jetzt einfach zurückswitchen kann zu Erector und jetzt alles outspeede aus ihrem Team. Ja, ich werde euch früher oder später das, wisst ihr was, ich erkläre euch das Set jetzt. Mongo ist in Wirklichkeit ein physisch offensives Pokémon. Mit vollen Def- und KP-Werten, da hat mir, dieses Set hat mir, PP Music Maker Jam, per Privatnachricht, glaube ich, mitgeteilt. Danke dafür, ne, Grüße gehen raus. Und dieses Set ist komplett physisch. Wir spielen es mit Bizarro-Raum, wir spielen es mit Belly Drum, also Bauchtrommel, wir spielen es mit Uplight Heap, was ich nicht mal wusste, dass fucking Dingens das überhaupt bekommen kann. Wir spielen es mit Ice Heap, ne, dieses Demeteros hätte ich nämlich jetzt killen können. Der Bedroher wäre rausgekommen, ich wäre auf plus 6 gewesen, instant auf Max Attack, ne. Ist also super interessant das Ganze. Und dann noch, ja, mit dem Regenerator natürlich, um die KP wieder ein bisschen hoch zu pushen, ne? Und ich hätte das Ding jetzt sogar outspeedet, ne? Ich hätte es mit einem plus 6 Ice Punch outspeedet und hätte es okayen können, aber, ja, lassen wir die Sirena, wow, das war ein Crit. Lassen wir die Sirena noch in dem Glauben, dass mit Mongo nichts weiter passieren kann, denn sie hat noch den ein oder anderen Maybe-Counter für mich? Maybe. Bei Tobots bin ich mir nicht ganz so sicher, wie ich durch das Ding durchkomme, weil ein Ice Heap, yeah, vielleicht hat das Ding Spukball, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Crit hat, glaube ich, gerade gemattert, ne, das war ein Crit. Sorry dafür.
Aber in the long run eben wieder nicht, weil selbst wenn Stalos gestorben wäre, hätte ich zu Mongo reingehen können, setupen können und dann wär die Luzi abgegangen, ne? Denn er kann mich nicht abschlagen. Wir haben den Normium Z drauf in Kombination mit Bauchtrommel, was meine KP wieder vollkommen heilt. Von daher wäre ein Abschlag sowieso mega, mega schwach gewesen. Es ist kein Step, ich habe volles defensives Investment und fast volle KP-Investments und es ist kein Item, was man abschlagen kann. Von daher hätte das absolut gar nichts gebracht at this point, ne? Okay, ich gehe einfach mal auf ein Toxin. Ne, Milotic zu vergiften ist immer sehr, sehr schön. Oh yeah, boy. Ich hoffe, dass die Audioqualität einigermaßen decent ist, weil ich das Ganze noch nicht getestet habe. Ne? So, Erektor wird wahrscheinlich getushottet werden jetzt. Aber das ist okay. Das ist okay. Doch, das ist völlig in Ordnung. Ich lasse Erektor an der Stelle sterben. Wir haben die Tarnsteine draußen. Wir haben zwei Pokémon vergiftet, beziehungsweise eins rausgenommen, eins vergiftet. Und mit diesem KP wird es auch einem physischen Lucario definitiv nicht mehr standhalten können. Außer ich gehe natürlich mit dem Bizarro-Raum rein. Worauf ich jetzt aber nicht spekulieren will. Unser MVP in diesem Kampf ist definitiv Mongo und mit diesem Pokémon wollen wir hier durch das gegnerische Team sweepen, wenn möglich. Nur Milotic ist sehr, sehr bulky. Was kommt? Raiko kommt rein? Why? 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 Okay, also das war definitiv ein Fehler. Warum? Ich meine, okay, sie wollte Milotic vielleicht noch behalten, weil Erdbeben und Toxic Damage wäre wahrscheinlich schon böse geworden. Aber, wow, warum Raiko, Alter? Sie hat vielleicht gemerkt, dass Raiko für diesen Kampf nicht mehr wirklich brauchbar ist, denn ich habe noch einen Blitzfänger Knogger, aber ich meine, Aurasphäre, Spukball, Sondersensor, was tankt so ein Ding? Kann es Spukball? Oder war das Donnerblitz? Ich glaube, Spukball war Blitzer, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay, auf jeden Fall, Arcani kommt rein, braucht sein Feuer komplett auf. Ich habe noch eine Runde Bizarro-Raum, sehe ich gerade, ne? Okay, Moment. Ich mache das anders. Ich gehe rein zu Mongo. Da wir jetzt aber nur noch eine Runde Bizarro-Raum haben, glaube ich, oder? Haben wir keine Runde Bizarro-Raum? Wir haben keine Runde mehr. Wir haben keine Runde mehr. Das bedeutet für mich... Okay. Das bedeutet für mich, dass ich zu Sister Joy rausgehe. Und da er ja Spätz-Attack... Attacken hat, ne? Snarl und Ausbrennen. Naja, es ist ein Scharnierer. Es macht 12 KP Damage. Ne? Und der Spezialangriff juckt mich überhaupt nicht. Ich gehe für Geowurf und Toxin und so ein Kram. Von daher, alles gar kein Problem. Ich gehe weiterhin nochmal auf den Toxin. Ich versuche sein ganzes Team zu toxinisieren und mit den Tarnsteinen runter zu kloppen. Damit, wenn ich dann mit meinem Lamos zum finalen Schlag aushole, nämlich zum finalen Ableithieb, ne, dann kann's böse werden. Oh, Lucario kommt rein. Das hätte ich definitiv sehen müssen. Natürlich. Wie zum Teufel konnte ich nicht auf den Geowurf gehen. Oder für den Double Switch. Aber in Ordnung. Okay. Aurasphäre bumst mich. Lichtkanone bumst mich. Ich gehe zu Theresa. Theresa resistiert beide Moves. Beziehungsweise immunisiert Kampfmoves, resistiert Feuermoves. Und jetzt bin ich gespannt, hat er den Knochmeragen oder irgendwie was auf Lucario? Er könnte die Finsteraura haben, ne? Ah, das habe ich nicht bedacht. Die Finsteraura. Okay, ja, ich muss ein Pokémon mehr oder weniger sterben lassen. Und ich muss rausfinden, ob es ein physisches oder ein spezielles Lucario ist. Lucario ist definitiv böse. Alter, ich kann heute nicht reden. Es tut mir leid. Bin noch ein bisschen angeschlagen. Bin noch nicht ganz fit. Ne? By the way, meine Freunde! Rascal Merch! Auf 3D Supply.
Ne, wenn ich hier gerade abwarten muss, bis die liebe Serena ihren Zug macht. Jetzt bin ich gespannt, wie das ausgeht. Lucario wird zurückgerufen. Zu Milotic. Wow, okay. Interessanter Play. Interessanter Play. Jetzt ist die Frage, was wird Milotic tun? Okay, Freunde. Ich switche jetzt einfach mal zu Mongo, weil Eisstrahl wird resistiert. Wasserattacken werden resistiert. Toxin wäre scheiße. Para wäre ebenfalls scheiße. To be honest. Ich weiß nicht, kann das Ding Donnerwelle? Toxin auf jeden Fall, aber Donnerwelle? Ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht, was es sonst noch so kann. Siedewasser, okay. Ein Burn könnte ich akzeptieren. Aber sie kriegt ihn nicht. Im Gegenteil, die Vergiftung tickt. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal für den Bizarro-Raum und hoffe, dass ich mein Setup so aufsetzen kann. Kommt drauf an, was sie tun wird, ne, in den kommenden Runden. Sie hat natürlich noch Toboots, sie hat noch Nakani, sie hat noch Lucario. Lucario ist mit Abstand der gefährlichste Threat im gegnerischen Team. Toboots kommt rein, okay. Interessant. Das bedeutet für mich, dass Toboots auf jeden Fall den Spukball hat. Soll ich den Spukball triggern, so dass er mit Toboots in Sister Joy rein knallt? Oder was genau mache ich damit? Toboots kann Flammenwurf haben, glaube ich. Deswegen gehe ich nicht raus zu meinem Shirox. Shirox bringt mir generell nicht viel in diesem Battle, in diesem Match. Geht für die Kehrtwende. Interessant. Alter, ich glaube, ich muss einfach mal durchziehen und auf Bauchtrommel klicken, Alter. Um ehrlich zu sein. Denn dann wäre jetzt das Match wahrscheinlich schon zu Ende. Aber ich traue mich halt nicht, ne? So, Lucario kommt rein. Ich gehe diesmal zu Rosalina. Schauen wir mal. Geht der für die Aurasphäre? Okay, sehr schön. Also, es ist ein spezielles Lucario. Das bedeutet, ich muss vor der Finsteraura definitiv aufpassen. Unser Lebenorb. Okay, das ist interessant. So, jetzt kann ich für einen Psyshock gehen. Und das würde sie definitiv nicht wollen, oder? Sie braucht nämlich Lucario unbedingt noch für meinen Chanera. Ansonsten hat sie nichts mehr. Deswegen gehe ich jetzt raus zu Mongo. Um meinen Setup-Plan weiterzufahren. Lucario wird zurückrufen, das ist super. Arcani kommt rein, perfekt. Perfekt. Perfecto Matico. So, der Bedroher, ja, juckt mich nicht. Selbst wenn ich vorher reingeswitcht wäre, hätte es mich nicht gejuckt. So, wie viele Runden Bizarro-Raum habe ich jetzt noch? Ich glaube 3, ne? Nach der Bauchtrommel habe ich noch 2 Runden, wo ich alles und jeden outspeede. Ich habe nur noch eine fucking Runde? What? Oh, goddammit. Okay. Ey, die Bizarro-Raum-Runden gehen aber richtig schnell flöten. Okay. Lass mich kurz überlegen. Ich will meinen Move noch nicht revealen und ich will jetzt auch noch nicht Bauchtrommeln. Obwohl... Killt mich eine Finsteraura? Nein, oder? Mit Lebenorb? Ich habe keinen Spätzdef im West und ich habe keine Assault West. Ich habe 100 Spätzdef. Aber es ist kein Stab. Und ich habe gute KP-Werte. Ich überlebe. Ich überlebe. Aber ich will nicht unbedingt meinen Z-Move hier verschwenden. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich opfer jetzt ein Pokémon, um das Ganze zu setupen. Scarlet werde ich in diesem Battle nicht mehr verwenden. Maximal für Toboots, aber Toboots outspeedet und kann eine Feuerattacke haben. Von daher... So, Morgengrauen. Sie regenerated. Okay. Ja, Bizarro-Raum ist wieder normal, das ist okay.
Ich gehe mal für die Kehrtwende. Wenn ich schneller bin oder wenn sie ein... Oh, ich bin schneller. Wow, okay. Okay, sie wird wahrscheinlich jetzt fürs Ausbrennen gehen, oder? Das ist okay, dann kann ich Shirox preserven. Obwohl, ich wäre gerne mit Zero Damage in Mongo reingegangen. Aber das ist okay. It is okay. Alright, dann probieren wir das mal. Standpauke. Wie ist denn das? Der Grund, weswegen ich zögere, um diesen Move zu machen, ist kein geringerer als, ich möchte wissen, ob die Bauchtrommel auch dann getriggert wird, wenn ich unter der Hälfte der KP habe. Weil normalerweise Bauchtrommel unter 50% der KP nützt sie nichts mehr. Aber der Zusatzeffekt vom Normium Z ist KP-Regeneration. Das heißt, ich werde voll geheilt. Und jetzt weiß ich nicht, ob das, wird die Attacke als Z-Bauchtrommel eingesetzt, findet die KP-Regeneration statt, bevor die Hälfte der KP abgezogen wird. Okay, das bedeutet theoretisch, ich kann jetzt für den Z-Move gehen. Und das tun wir. Wir gehen für die Z-Bauchtrommel. Und ich glaube nicht, dass Serena auf das hier vorbereitet ist. Wir kriegen volle KP zurück. Und kriegen einen Angriffsboost auf plus 6. So. Ich werde auf Hälfte KP gedroppt, aber outspeede jetzt alles. Und ich bin auf plus 6 Angriff. So. Mein Spezattack sinkt, das juckt mich aber nicht. Denn in diesem Moment werde ich einfach auf Drain Punch gehen. Oh, sie könnte Turbo-Tempo haben, aber ich bin Max Def. Das wird nicht reichen, vor allem weil sie investiert sein müsste. Also falls sie Turbo-Tempo hat, wird es wahrscheinlich nicht reichen. So, ich gehe für den Ableit-Hieb. Plus 6. Ja, macht leider nicht ganz so viel. Fucking Bauchtrommel-Mongo macht leider nicht ganz so viel. Das könnte eng werden. Das könnte in der Tat eng werden. Sehr interessantes Lamo-Set, ne? Für den Aufwand, ich weiß nicht, ob es den Aufwand wert ist, ne? Wenn man mal bedenkt, was ich alles dafür machen muss, um dieses Ding irgendwie zum Laufen bekommen. Also, da würde man mit anderen Pokémon definitiv einfacher sweepen. Es ist kein einfaches Set, um zu spielen, sag ich jetzt mal, ne? Aber es scheint einigermaßen zu funktionieren. So, schauen wir mal. Ich gehe auf den Ableit-Hieb, krieg nochmal KP. Ich werde wahrscheinlich auch noch einen dritten Move tanken. Wenn sie schlau wäre, geht sie auf Morgengrauen. Genau, denn dann stallt sie meine Bizarro-Raumrunden aus. Und das ist natürlich nicht ganz so geil für mich. Plus natürlich hat sie Überreste und das ist super crappy. Und ich habe noch einen Bizarro-Raum-Turn. Was passiert, wenn ich jetzt für einen Ableit-Hieb gehe? Okay, dann muss sie mich in der kommenden Runde nochmal angreifen. Ja. Ah, jetzt wird es ein Mindgame, ne? Wenn sie mich jetzt nochmal angreift... Ja, nee, sie kann einfach jetzt angreifen. Was passiert, wenn ich Mongo verliere? Ehrlich gesagt habe ich noch genügend andere Pokémon. Von daher gehen wir einfach mal auf den Ableit-Hieb und schauen, was passiert. Sie geht auf Morgengrauen, okay. Ich weiß nicht, ob das gut war. Denn jetzt
bin ich mehr oder weniger einfach geheilt, ne? Entweder sie geht nochmal für Morgengrauen oder sie greift an und dann stirbt sie. Ehrlich gesagt war das ein sehr schlechter Play von ihr. Weil sie hätte mich da töten können. Hat sie aber nicht gemacht und jetzt wird sie das Lamus nicht mehr los. Jetzt wird sie das Lamus nicht mehr los. Und egal was reinkommt, ich krieg einen Ableithieb raus. Tobutz wäre tatsächlich das stärkste Pokémon gerade, um gegen mich einzusetzen. Allerdings kann ich dann noch mindestens einen Eispunch raushauen. Und so wie es ausschaut, hat sie keinen Spukball oder so, sonst wäre sie schon längst geswitcht. Keine Ahnung. Schwierig. Wie gesagt, wenn sie morgen graut, heilt sie mich. Mehr passiert da nicht. Sie heilt mich, okay. Alright. Ich gehe einfach weiterhin für den Ableithieb, weil jetzt at this point kann ich 2 Hits tanken. Soll ich nochmal für den Ableithieb gehen, dann wäre ich komplett voll. Oder gehe ich jetzt für den Bizarro-Raum? Ich gehe jetzt für den Bizarro-Raum. Weil wenn sie jetzt angreift, dann outspeed ich sie und kill sie. Wahrscheinlich, oder? Wird's eine Roll? Ich weiß es nicht. Und wenn sie switcht, noch besser, dann habe ich nämlich den, dann bin ich schneller. Ich tanke auf jeden Fall 2 Snarls. Nee, sie geht für Morgengrauen, okay. Cool. Interessant. Das Ding ist, Morgengrauen, wie viele AP hat Morgengrauen? Ich glaube nicht so viele, ne? Ich glaube, ich habe ein paar mehr. So, jetzt outspeede ich wieder. Maximal 8. Und sie hat sich jetzt entschlossen, um anzugreifen. Das bedeutet, dass ich in einem Vorteil stehe. Die Überreste nerven ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, sie kann jetzt noch ein, zweimal Morgengrauen. Das war knapp. Sie kann jetzt noch ein, zweimal Morgengrauen machen, aber danach ist Ende im Gelände. Und mein Bizarro-Raum hält länger als ihre Morgengrauen-Runden, denn ich habe jetzt noch 4 Runden oder so, oder 3. Und sie, so viele Morgengrauen hat sie nicht mehr. Wie gesagt, maximal 8. Also ich glaube, dass mein Mongo das Matchup hier gewinnt. Und auch wenn es gerade ein bisschen zäh ist, Freunde, ich finde es ziemlich spannend, vor allem mit so einem speziellen Set. Ne, ein physisches Lamus. Wer hätte sowas gedacht? Okay, das muss das letzte Morgengrauen sein, was sie hat. Mehr kann sie nicht haben. Ich habe auf jeden Fall noch den einen oder anderen Ableithieb und nach Arcani wird sowieso der Ice-Hieb relevanter. Wobei, für Milotic nicht. Aber für Tobutz. Alter, wie viele Morgengrauen hat die Olle? Sirena, jetzt hör mal auf hier. Wir wissen beide, wie es sein wird. Dein fucking Arcani wird sterben und dagegen kannst du nichts tun. So, das war wahrscheinlich ihr letztes Morgengrauen, oder? Okay, sie hat nochmal meinen Bizarro-Raum ausgestallt. Wie auch immer. 2-mal Bizarro-Raum. Bizarro-Raum hält 5 Runden. Sie hat gemorgengraut every day, every night, Alter. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Auf jeden Fall, okay, wenn ich jetzt auf Ableite gehe, heil ich mich von ihrem Snarl. Da kommt die Stampauke. So. Sehr schön. Spezialangriff juckt mich nicht. Wir sind komplett physisch mit diesem Mongo. Zack. Und ich heile mich hoch. Sie darf. Ich habe Morgengrauen nicht mehr gezählt. Also ich habe generell nicht gezählt. Aber sie darf kein Morgengrauen mehr haben. Ansonsten wäre es ja noch schöner. So, jetzt gehe ich auf den fucking Bizarro-Raum. Ja. Und sie verfehlt. Und sie verfehlt. Oh my goodness. Das tut mir leid. Aber ehrlich gesagt, I don't know, ups.
Ja, ich weiß nicht, ob es gemattert hätte. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall outspeede ich jetzt wieder. Sie geht noch für ein Turbo-Tempo, weil sie ganz genau weiß, dass es jetzt vorbei war. Obwohl, ich glaube, ehrlich gesagt, Arcani überlebt noch einen, oder? Nope. Das war's mit Arcani. Ich heile mich sowieso wieder hoch. Von daher war das Turbo-Tempo absolut unnötig. Und das war's mit dem dreckigen Arcani, Alter. God damn it. So, jetzt bin ich gespannt, mit was sie reinkommt. Denn offenbar kann ihr Lucario keine Finsteraura und ne, sonst was. I don't know. Milotic? I don't know, ob das die richtige, ne, ob das das Richtige ist, denn ich bin immer noch auf plus 6 und du bist vergiftet. Bam, 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 bam. Nur weil dein fucking Arcani physisch defensiv ist, heißt es nicht, dass deine anderen Pokémon meine Ableithiebe so easy tanken, ne? So, das war's mit Arcani und das war's mit Milotic. So. Turbos kommt rein. Ich glaube, ich habe noch zwei Runden, oder? Habe ich noch zwei Runden? Jawohl, ich habe noch zwei Runden Bizarro-Raum. Ich bin, by the way, auf minus 6 Spätz-Attack. Und jetzt gehe ich auf den Icy. Plus 6. Bah! Oh, und das war's mit Turbos. Jawohl, meine Freunde. Wird das ein cleaner Sweep werden? Mit meinem fucking Phlegmon? Holy shit, da kommt Lucario und das Ding wird kein plus 6 Ableithieb tanken. No way. Du kannst von mir aus Turbo-Tempo drücken, falls du das hast. Allerdings, ich bin voll physisch defensiv, juckt mich nicht, plus 6, bah! Und das war's mit Lucario, jawoll, wir gewinnen. Wow, ich glaube 5:0? Kann das sein? 5:0? I don't know. Ja, 5:0. Holy moly, Freunde, was für ein Match. Ja, sorry, ich war mega, mega vorsichtig, aber das war ich, weil ich die Strategie unbedingt zeigen wollte und es nicht irgendwie verplayen oder verscheißen wollte, denn andere Leute hätten definitiv anders predicted oder nicht overpredicted oder was auch immer. Und ja, ich habe auch schon sehr lange keine Wi-Fi-Battles mehr gemacht. Ne? Ihr wisst, wann das letzte auf dem Kanal kam. Und auch privat habe ich nicht mehr gespielt, von daher, ich bin richtig, richtig draußen aus der Pokémon-Materie, zumindest was Wi-Fi-Battles anbelangt und deswegen habe ich extra vorsichtig gespielt. Aber ich denke, es war die right choice, um euch dieses Lamus zu zeigen. Ich erkläre es euch nochmal. Regenerator, also Belebekraft als Fähigkeit. Wir haben, glaube ich, 252 Death Investment. Wir haben 220 KP und der Rest ging in Angriff. Dann haben wir den Ableithieb, wir haben den Eisheap, wir haben den die Z-Bauchtrommel und wir haben den Bizarro-Raum, okay? Dann haben wir ein relaxedes Wesen, das wäre, glaube ich, dann locker, kann das sein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das ist das Set, mit was ich gerade Serena gesweept habe. Und ja, es war ein Lamos, mit dem ich gesweept habe. Freunde, das war's für den heutigen Part. Falls euch das Match gefallen hat und falls ihr mehr Wi-Fi-Battles wieder auf dem Kanal sehen wollt, dann drückt unbedingt den Daumen nach oben. Falls wir, ich würde mal sagen, 1000 Daumen ist so das Minimum, ne, wo ich mir denke, so, okay, dann würde es sich lohnen. Unter 1000 Daumen müssen wir gar nicht drüber reden. Alles darüber werde ich considern, denn das ist so die Art von Feedback. Ne, Daumen bringen mir nichts, so, von Daumen habe ich in dem Sinne nichts. Man wird jetzt auch nicht massiv krass besser gelistet auf YouTube, aber ich sehe einfach nur wirklich, ob wirklich Leute da sind, um den Scheiß zu gucken. Denn der erste Part von einem neuen Format oder von einem neuen Projekt oder von irgendwas wird immer am meisten gesehen. Allerdings flacht das dann immer meistens relativ stark ab und wenn man Leute hat, die Daumen geben und die das Projekt wirklich feiern, dann weiß man, okay, es wird nicht allzu krass abflachen oder ne, das Interesse wird nicht allzu krass verloren gehen, etc., etc. Aber ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen da, falls ihr mehr sehen wollt und folgt auf fucking Twitter, wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, denn da werden nach wie vor die Kampfanfragen kommen von mir, gerade so wie heute. Aber jetzt bedanke ich mich fürs Zugucken, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und schreibt mir gerne weitere solche Set-Vorschläge in die Kommentare. Und seid bei den Streams dabei, da wird es nämlich auch wieder Wi-Fi-Battles geben. Ne? Auf www.twitch.tv/Sephiron. Achtung, nicht mehr Sephiron LP. Twitch hat das jetzt geändert zu Sephiron. Ja, ich habe endlich meinen Namen bekommen auf Twitch. Und ja, schaut vorbei.
wenn ihr Wi-Fi battlen wollt, live gegen mich. Freunde, das war's für das Video. Wir sehen uns bald wieder in einer weiteren Y-Nuzlocke oder in einem Wi-Fi Battle oder in einem Pixelmon-Part, den ich bald auch wieder aufnehmen werde. Ein neues Projekt wird starten und noch weitere geheime Sachen. Harry Potter 3 wird kommen und noch das eine oder andere Geheimprojekt, von dem ihr noch gar nichts wisst, Freunde. Und wenn das mal kein Content ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Bis zum nächsten Mal. Euer Sephiroth.